In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du die Mission Der Teufel, den wir wollen aus dem Live-Event Operation Ember Sky schaffen kannst, ohne entdeckt zu werden. Los geht's! Ich habe aus Teilen der Community gehört, dass diese Mission Der Teufel, den wir wollen, scheinbar unschaffbar wäre. Ich hatte mit dieser Mission allerdings fast gar keine Probleme und deshalb dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Tutorial dazu. Die Mission besteht im Groben aus drei Schritten. Erstens, drei Container mit Gas finden und markieren. Zweitens, den Käufer des Gases finden und entführen. Und drittens, diesen Käufer zu einem Treffpunkt mit den Outcasts bringen. Als Vorbereitung auf diese Mission empfehle ich dir zwei Dinge. Und zwar erstens, rüste Perks aus, die dich beim Schleichen unterstützen, wie zum Beispiel schmaler Schatten. Und zweitens, komm mit einem Auto zum Einsatzort. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, falls du es nicht schaffen solltest oder aus irgendeinem Grund nicht kannst, ist kein Problem. Dafür habe ich auch eine Lösung, aber es macht das Ganze etwas einfacher, wenn du direkt mit einem Fahrzeug bzw. einem Auto zum Einsatzort gelangst. Ich habe hier mal einen kleinen Einsatzplan vorbereitet. Beginnen wir bei der 1. Die Mission beginnt damit, dass du den Käufer des Gases identifizieren und bei einem Telefonat belauschen musst. Während er telefoniert, schleichst du dich so nah es geht hinter ihn. Und sobald das Telefonat beendet ist, greifst du ihn dir. Legion wird dich dann über Funk darüber informieren, dass der Käufer ein Prioritätsziel ist und du ihn entführen sollst. Anschließend bringst du den Käufer zu Punkt 2 und legst ihn dort zwischen zwei Mülltonnen ab. Dort ist er maximal vor Feindesblicken geschützt, also die Wahrscheinlichkeit, dass er entdeckt wird, ist dort am geringsten. Danach begibst du dich um die Basis herum zu Punkt 3 und schneidest dir mit dem Schneidbrennerwerkzeug ein Loch in den Zaun. Bevor du durch den Zaun hindurchkletterst, pass aber auf, dass die Wache, die dort patrouilliert, dich nicht entdeckt. Wenn du drinnen bist, schleichst du dich zwischen diesen Silo-Dingern hindurch zum Container und markierst ihn, wenn das Gebiet sicher ist. Ist der Container markiert, schleichst du dich ganz einfach auf demselben Weg nochmal aus der Basis heraus, begibst dich wieder etwas um die Basis herum zu Punkt 4. Dort, an dieser Stelle, kannst du über den Zaun klettern. Das ist aber nur ein One-Way-Ticket, also du kannst darüber zwar in die Basis rein, aber nicht mehr raus. Drinnen infiltrierst du dann das Gebäude zu deiner Rechten. In dem ersten kleinen Raum setzt du dich in diese Nische links neben der Tür, denn in der großen Halle stehen zwei Wachen. Nun wirfst du eine Kugel zur Ablenkung in Richtung der Tür, durch die du reingekommen bist. Eine der beiden Wachen aus der Halle wird sich das Ganze anschauen und du tötest den ganz einfach mit einem Kopfschuss. Dann machst du das Ganze noch einmal, damit die zweite Wache auch noch kommt und in deine Falle tappt. Das ist das erste kleine X hier auf meinem Einsatzplan. Dann kannst du dich relativ ungehindert zu dem ersten Gascontainer, der dort vor der Halle steht, begeben und ihn markieren. Pass aber auf vor dem Minigunner und eventuellen anderen Wachen, die vor der Halle herumpatrouillieren. Hast du den Container markiert, gehst du wieder in die Halle rein und gehst ein bisschen weiter zu dem zweiten X und wirfst wieder eine Kugel zur Ablenkung der Wache, die dort steht. Lock die an einen sicheren Ort und töte sie. Dann machst du das Ganze nochmal mit der Wache, die draußen rechts steht. Anlocken, töten. Anschließend kannst du, natürlich wieder unter Beachtung der Patrouillen, vor allem vor dem Minigunner musst du aufpassen, denn der bleibt an einem Punkt seiner Patrouille stehen und schaut genau in Richtung des Containers. Also unter Beachtung der Patrouillen kannst du den letzten Container dann markieren und einfach die Basis verlassen. Dann kannst du unser Entführungsopfer wieder mitnehmen und wenn du ein Fahrzeug zur Mission mitgebracht hast, kannst du ihn dann dort in deinem Fahrzeug verstauen und direkt zum Treffpunkt mit den Outcasts fahren. Hast du kein Fahrzeug zur Mission mitgebracht, findest du hier bei Punkt 5 mit relativ großer Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug, das du nutzen kannst. Lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn dir das Video weitergeholfen hat und schreib mir gerne in die Kommentare, wie schwer du diese Mission fandest, also bevor du mein Video erst dazu gesehen hast. Dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.